So, Stream ist an. Gucken wir mal gleich, was so Schönes passiert. Ach, bestimmt nicht schlechtes. Mal gucken, ob Ente was geschrieben hat, warum er verlassen hat. So, gleich geht's los. Oh ja, das reicht ja gar nicht mehr, um eine Runde fertig zu fahren. Geht der los? Uff. Denk an die Handbremse. Bremsbalance. Da wollte ich dir zwar gerade sagen, der Bremsbalance, aber krass schon. Okay, da starten noch andere Leute hinter mir scheinbar. Da starte ich als Fünfter. Okay. Scheinbar viele Gastfahrer. Jo, der AMG ist ja ein Startmonster, wusste ich gar nicht. Ist doch in der Gruppe. Start verkackt. Der AMG ist ja überall ein Startmonster. Ich dachte nicht, dass der SLS so krass wäre. Oh, ich werde Jungs! Perfekt. Also, mich hat's komplett erwischt. Knoppi hat's auch hier hinten erwischt. Aber nicht so heftig. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Wir wurden gefickt. Was ist passiert? Das ist so eine ziemlich gute Zusammenfassung, würde ich behaupten. Hast du Schaden? Nö. Dreckige Reifen auf jeden Fall, aber kein Schaden. Dann ist es ja auch Glück und Unglück gehabt. Gibt's einen Flechtreifennehmer? Ja. Nein.
Sie, Park in Sektor 1. Ich muss an den Dark Monkey vorbei. Ah, ich sehe es, ich muss noch, wir sind hinter dir. Lol, hat er hier viel Speed auf der Geraden. Naja, die Supra ist ein absolutes Geschwindigkeitsbiest. Ich dachte, der AMG könnte so einen Ansatz mithalten, deswegen habe ich den genommen. Und scheint nicht so zu sein. Spannte 4 Zehntel auf einer Geraden tun schon weh. Umso besser, sobald ich im Windschatten bin, anständig. Oh, ich habe tatsächlich Purple gefahren. Damit habe ich nicht gerechnet. Und da bin Kies mit mir. So ein Scheiß. Hab mich verbremst. Scheiße. Schaden angefangen hier auch noch. Ich muss Knoppi ziehen, ich muss Sprit sparen. Interessant, dass Toshi wieder perfekt durchgekommen ist am Start. Oh, scheiße. War zu weit vorausgekommen beim Bremsen? Ja, ich hab Alex, Opus Alex rausgeschossen dabei. Ah, oh, shit. Ja, zwei Optionen, kannst du dich vorbeilassen oder kriegst du wahrscheinlich Strafe. Du hast mir gerade gelegen, du Supramotor. Okay, den Schatten kann ich gebrauchen. Mann, das war so eine schöne Aktion. Ich habe viel zu spät gebremst, ey. Ich hatte so viel Überschuss gehabt, weil ich so viel doppelten Windschatten hatte und alles. Ja, ja, so ging es mir vorne auch. Also nicht mit doppeltem Windschatten, aber ja. Jo, was macht ihr denn da? Ich habe mich jetzt voll geboostet, weil der stand da einfach nur noch rum. Ja, was soll ich machen? Ich wollte ihn nicht reinfahren, bleib ne? Links, bleib links, bleib links. Perfekt. Ich wollte ihn halt auch nicht reinfahren, weißt du? Ich bin ihm voll hinten reingekracht. Schaden? Ich konnte nichts machen. Nö, nö, gar nichts. Gott sei Dank. Ja, damit ist Knuppi halt weg, ne? Damit wird das zweite.
Thema ist durch. Kann gut sein. Gut, aber sind wir mal bei dir ehrlich, das ist doch zu wenig trainiert, dass du hier mithalten kannst. Ich hab ehrlich gesagt trainiert gehabt. Ich hab's auch total vergessen gehabt. Ich hab dich, glaube ich, zweimal drauf angesprochen sogar. Ich hab's trotzdem total vergessen durch den ganzen Stress auf Arbeit. Das glaube ich dir. Dann halt noch mein Geburtstag, weißt du? Ja, das ist gut. So, ja, aber Chris müsste ich trotzdem kriegen. Auch wenn ich ziehe ich dich bis zu ihm. Wie viel Sprit hast du noch? Kann ich gleich gucken. Aber laut der Anzeige unten links Viertel. Ja, ich auch. Willst du eigentlich, dass ich hinter dir bleibe oder dass ich dich überhole? Wenn du schneller kannst, dann vorbei. Okay, dann bin ich gleich an. Man kann hinter dir ein bisschen Sprit sparen. Das war der Plan. Ich gucke jetzt, dass ich ein bisschen mehr Sprit verballer, dass ich die Pace anhebe. Hast du nicht gesagt, du hebst die Pace an? Ja. Ich hab schon geschortet, bin schon längst im 6. und komm trotzdem angeflogen langsam. Du, ich zieh den 5. hoch bis Maximum gerade. Du hast zu spät gebremst. Ich weiß. Hier wirst du mich jetzt wahrscheinlich so auf die Pelle rücken. Nicht, wenn ich die Gänge nicht ausfahre. Ja, okay. Ja, aus der Kurve kommst du viel besser raus als ich. 100 Meter Schild ist mein Bremspunkt. Ja, meine auch. Ja, mit abgenutzten Reifen musst du in der Kurve aufpassen. Hab ich schon. Das war mein aufgepasstes Fahren. Kommst du noch hinterher? Naja, du baust langsam Vorsprung aus. Ich muss die Pace gehen, sonst kommt Chris weg. Alles gut. Jetzt solltest du ja rankommen gerade. Megawaschi ist ja frech, hat mir auch die schnellste Zeit geklaut. Hast du viel zu früh gerade gebremst, oder? Nö, war eigentlich zufrieden damit. Du bist aber nicht so gut um die Kurve gekommen.
Das kann halt Und sein. die Karre hat extrem Probleme. Fahr mir vorbei. Bei den äußersten orangenen Ding musst du aufpassen, wenn du den zu doll hittest, da so eine harte Box, da geht dir auch der Motor am Arsch. Okay. Nee, ich habe jetzt nur Front- und Seitenschaden. Naja, dann solltest du in eine Box gehen. Naja, die zwei Runden fahre ich jetzt noch hinter dir her. Nee, weil es mir nämlich im Training aufgefallen, dass der letzte orangene Boxen-Hit, der Hit von dieser Kurve-Box, dass der so eine Hitbox hat, dass du wirklich stehen bleibst. Wenn du ihn berührst. Ja, krass. Jetzt habe ich kein Problem mehr mit zu spät bremsen hier. Es tut mir voll leid, Digga. Hast du einen Schaden? Nö. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du jetzt da reinziehst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dort bremst. Es tut mir voll leid. Ich muss, sonst komm ich nicht rum. Mit der Supra. Ich muss in den zweiten rein. Ja, mache ich auch, aber irgendwie bremst du da komplett anders als ich auch. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich habe jetzt noch. Wenn ich jetzt noch eine Runde fahre, habe ich. An dem Punkt 0,4 Sprit. Das reicht, ich habe hier 1,5 circa. Also jetzt gerade. Jetzt habe ich 1,3. Dann müsste rein theoretisch reichen. Jetzt vor dir. 6 Sekunden. Okay. Ja, das geht sich aus. Genau mit der Boxeneinfahrt müsste ich tatsächlich spritleer sein. Ah, ich habe schon eine halbe Sekunde auf Chris aufgeholt. Der Chris, der macht zu viele Fehler, den krieg ich schon noch. Also, solange ich dich nicht nochmal abschieße. du hast recht, ich hätte direkt in die Box gehen sollen, dann kann ich ja sowieso durchfahren. Für 12 bzw. 13 Runden sollte reichen zu tanken. Ja, 13, 14. Im Notfall. Hier ist ja der Chris schon Fehler gemacht. Na dann ist ja gut. Wie lange sind wir sonst? Ich mach voll das Ding, ne? Nein. Wie viel? 14 Runden müssten reichen. Ich mach 15.
14 Runden müssten mehr als reichen. Na, ich habe jetzt 15 bei. Müsste schon viel zu viel sein, aber ja. Ja, Safety First, ich will Attacke fahren können. Ich muss auch. Deswegen habe ich überhaupt 14 Runden getankt. Das war doch sonst nie so gut. Vielleicht hat er mal trainiert. Also er war immer recht schnell, ja, aber nie konstant. Ist der jetzt genau vor dir, oder? Nee, Costa. Und davor ist Chris. Okay. Und ich habe gerade das gemacht, was MeForSpeed in seinen Begrüßungen schreibt. Hitze Apex. Aber kein Schaden. Dort habe ich mich auch schon ein paar Mal angeschlagen. Dort kriegst du keinen Schaden meistens. Du bist nicht schnell genug dort für. Sag mal, ist der McLaren schneller als Icke? Mit Windschatten bestimmt. Der McLaren ist gut in Gruppe 4 auf jeden Fall. Den hätte ich den wahrscheinlich auch nehmen sollen. Aber schön, Costa bleibt an Chris dran und zieht mich mit. Mhm. Bei mir fährt eindeutig in die Motorpower, um hier irgendwas zu reißen. Schnellste Runde weggeworfen, schade. Was macht der denn? Warum sticht der da rein? Ich versuche dich irgendwie dran zu hängen. Scheiß Gaststarter. Das ist schon das zweite Mal, dass ich so einen Wechsel abschießt, oder? Ey, ich war auf eine Sekunde an Chris dran. Der hat so einen schlechten Ausgang gehabt. Ich hätte ihn gekriegt. Ich bin ja schon aus dem Apex schneller rausgekommen. Und dann drückt er mich raus. So ein richtiger Pit ist das.
4,5 Sekunden hat mir die Aktion gekostet. Wie weit ist denn Dirty Harry vor dir? Ah, siehst du gar nicht, ne? Nee, sehe ich nicht. Alter, jetzt nutzen die Reifen wieder ab. Ach, zum Kotzen. Dann nimmst du einen Rage Quitten schon wieder. Sorry. Ach, alles gut ist dein Ding, was du hier quatscht. Aber sei mir ehrlich, das macht doch hier viel mehr Spaß als ATM, oder? Ja, das schon. Dann schießt wenigstens noch Chris da vorne jetzt ab, du. Der Typ ist hinter mir. Nein, ich meine nicht dich, ich meine den Dark Monkey. Ach so, ich hab den hier irgendwie so ein Gastfahrer-Sandwich gelagert. Spann dich ein bisschen, du wirst ja wohl nicht glauben, dass ich es dem hier irgendwie einfach mache. Ja, aber ich muss jetzt dafür. Ach man, Mega-Hoshi, der muss doch jetzt nicht jedes Mal bei der Zeit schlagen. Nur weil doch, ich keinen komplett zusammenkriege. Das ist für ihn komplett Ansporn. Ich gehe gleich in der letzten Runde nochmal in die Box, nur um die schnellste Runde zu haben. Halt auch nicht näher, ne? Ich gebe hier schon mein Bestes. Alter, muss ich gerade bremsen, um den nicht einfach komplett wegzuhauen. Uiuiui. Das ist irgendwie so ein fliegender Wechsel, was wir da vorne ständig haben. Das war's mit meinem Rennen. Boah, wie habe ich den Drift noch gerettet? Ist ja die Wiederholung, speichere ich mir ab. Puh. War der Kurvenausgang beschissen. Wieso, weil ich so viel schneller rausgekommen bin? Nee, weil ich die Wand geknutscht habe. Also, das andere auch, ja, aber
Weil du irgendwo schneller rauskommst, ist die Kurve ja nicht beschissen dadurch. Ach nö. Rechts. Ja, das war's dann. Wie rechts? Na, du sollst rechts bleiben. Rechts heißt für mich, du überholst mich rechts. Naja, wenigstens gehört mir jetzt die schnellste Runde. Wenn nicht, bin ich sauer. Ich habe so viel zu viel getan. Und du auch. Ist mir egal. Ich will meinen dritten Platz. Wirst du schon aufgekriegen. Ich habe noch 10 Minuten. Ich muss zwar schnell und aggressiv fahren, aber ich darf das Auto nicht überfahren. Ja, und das mache ich schon die ganze Zeit irgendwie. Aber gut, ohne Vorbereitung geht das auch doof. Aber mir geht's zum Glück. Mit der Supra wäre ich ja auch um einiges besser klargekommen, bin ich ehrlich. Auch wenn der AMG Spaß macht, schalte ich gar nicht ab. Alter, wie komme ich denn bitte an Chris rangeflogen? Er hatte vorhin doch schon Probleme mit abgenutzten Reifen. Eigentlich nicht, bevor ich hier zu Bump zu verhaften. Okay, Chris, jetzt bist du mir zu langsam, jetzt hole ich dich. Oder auch nicht. Zu weit rausgekommen. Wenn die Reifen nicht abgenutzt gewesen wären, wäre ein perfekter Ausgang gewesen. Und wenn ich diesen Kurvenausgang nicht ständig verkacken würde, könnte man hier so easy Purple-Seiten fahren.
Wann ist eigentlich mit dir und schnell zur Runde? Ich bin dabei. Wäre letzte Runde schon passiert, wenn ich die Kurve nicht verkackt hätte. Das stand jetzt, ich arbeite dran. Bin ja von einer Runde, habe ich 2 Sekunden auf Chris rausgefahren, ne? Er macht halt im Mittelsektor extrem viel Zeit auf mich, gut ist das Problem. Aber Purple habe ich jetzt wohl. Ja, noch nicht so viel, wie eigentlich möglich wäre. Ich würde ja lachen. Hoshi fährt jetzt nochmal eine Box rein, nur um schnellste Runde zu haben. Hat er ja sowieso eigentlich. Man wird ja nicht gezählt normalerweise. Weil das einzige Streichergebnis, was er kriegt, ist das Rennen, wo er nicht Erster war. Das ist das, wo ich gewonnen habe. Sein Streichergebnis. So, vielleicht wird die Runde hier nochmal besser. Jetzt hatte ich da am besten Kurvenausgang aus der Teufelskurve. Die Runde dürfte es nicht werden. Ich hätte echt gedacht, dass ich diesen EAT-Typen, der noch vor mir ist, noch kriege, aber. Dirty Harry, der ist schnell. Was? Ich. Der fünfte halt, keine Ahnung. Ja, ist Dirty Harry. Ja, Team Markula, so heißt er, glaube ich. Ja. Ja, der ist eigentlich recht schnell. Ich mühe mich langsam an ihn ran, aber das reicht nicht mehr in den 3 Sekunden. 3 Minuten, meine ich. Also irgendwie hat sich Chris gerade gefangen, der wird gerade wieder richtig schnell. Vielleicht muss der ja kurz Sprit sparen. Gott! Mir kam gerade beim Anbremsen das Heck quer! Ja, das Vergnügen hatte ich auch schon. Gott, auf meiner schnellsten Runde ist ja so viel Luft nach oben, ist ja schrecklich. Den ersten Sektor komplett verkackt und dann trotzdem nur 2/10 im Plus. 2000stel, glaube ich. Meine Alpen sind tot. Ja, das hat die Strategie wohl so an sich. Letzte Runde. Stimmt wohl, ja. Also bringst du noch. Ach, du bist gar nicht mehr dritter, scheiße. Nee, weil die Karre bloß noch quer kommt. Ah, shit.
Das Rennen müsste noch 2-3 Runden länger gehen, dann könnte ich mir einen fünften noch holen. Schade drum. Voll verbremst gerade. Aber ja, ich kann knicken. Mir kommt die Karre beim Anbremsen quer. Ist vorbei. Schade drum. Sorry, hätte ich dich nicht abgeräumt, wäre das nicht so schön. Ich hätte auch sagen können, hätte mich hier Dark Monkey nicht abgeräumt. Na, das ist 1:1 das gleiche. Ja. Im Endeffekt hat es nicht gereicht. Und ich habe noch nicht mal meine Bestzeit nochmal verbessern können, aber egal. Also eine Runde hätte ich noch gebraucht, damit ich Maki noch gekriegt. Hat dann am Ende 3 Sekunden die Runde abgenommen. Keine Ahnung, was der kaputt hat, aber irgendwas war kaputt bei ihm. Ja. Ist egal, ich wollte eh nicht auf Runde steigen. Also ich steige trotzdem, aber ich will nicht aufsteigen. Ja, so ist das wohl. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ein bisschen Daytona fahren. Gruppe 3. Mach mal einen Stream aus, dann können wir so reden, was ich gleich machen muss. Warte, ich will die 1-2 Minuten noch abwarten, damit ich mir die Gesamtzeit und sowas zeigen kann. Ja, ja, das ist ja okay. Da können wir später drüber reden. Ich muss mir mal dann die Wiederholung vom Stream angucken. Ich will mal wissen, was dann in der zweiten Runde passiert ist oder wo ich dann zu dritt. Direkt rausgehen, oder? Kannst du, wenn du willst. Das sieht nice aus. Was denn? So, ich muss ja noch Stream hier ausmachen. Stream, den ich anhab. Warte. So, ich mach mal Stream aus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Hat Spaß gemacht und ciao, ciao.